Als nächstes hat für die FDP-Fraktion Kollege Müller das Wort. Ich darf unserer fleißigen Helferin ganz, ganz herzlich danken, dass sie uns die Hygiene immer wieder frisch auf das Pult bringt. Ein Applaus bitte für unsere Kollegin. Vielen herzlichen Dank. Herr Müller, Sie sind jetzt eingerichtet. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Kriminalstatistik jedes Jahr ist tatsächlich das sichere Zeichen, dass es langsam Zeit wird für einen Regierungswechsel, weil das lässt sich wahrscheinlich gar nicht mehr ewig ausbauen. Also die Steigerungsraten der letzten Jahre fortgesetzt. Irgendwann sind wir bei 103% Aufklärungsquote gefühlt. Bei allem, was zum Eigenmarketing dazugehört, man könnte auch mal die Knackpunkte und Herausforderungen wirklich in den Mittelpunkt rücken. Ich bin dankbar, Herr Minister, dass Sie das eine oder andere Problemfeld zumindest angesprochen haben und dann auch noch auf das Thema Fehlerkultur eingegangen sind. Da komme ich aber gleich noch dazu. Denn der eigentliche Dank an der Stelle gilt jedes Jahr den Sicherheitsbehörden und den Polizeibeamtinnen und Beamten zu sagen, die eben täglich im Einsatz draußen für die Sicherheit in diesem Lande sorgen und auch dazu beitragen, dass entsprechende Erfolge und Aufklärungserfolge erzielt werden können. Ich bin der festen Überzeugung, dass gerade das letzte Jahr dort eine besondere Herausforderung gewesen ist, eben wegen Corona, aber eben auch wegen Einsätzen in Dannenröder Forst und an anderer Stelle der ganzen Stimmungslage rundherum. Man darf nicht vergessen, dass die Debatten und Diskussionen über rechtsextreme Chatgruppen und anderes gerade innerhalb der eigenen Reihen zu einer erheblichen Belastung führen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man hier der Polizei und den Beamtinnen und Beamten auch entsprechend den Rücken stärkt. Und dazu gehört es eben auch, dass eine Fehlerkultur auch auf politischer Ebene eingebaut wird. Und auch da sage ich, es können Fehler gemacht werden. Aber das Schlimmste ist, wenn man dann mit diesen Fehlern falsch umgeht. Das Gleiche, was für die Polizeibeamtinnen und Beamten gilt, gilt eben auch an dieser Stelle. Und das, glaube ich, muss man auch an der Stelle mal deutlich sagen. Und trotzdem ist es richtig, für dieses Umdenken zu werben. Ich glaube aber, dass das auch in der Vergangenheit schon gemacht worden ist. Vielleicht nicht ausreichend, was die Bilder zeigen, aber gerade das ist das Beispiel. Wenn im November so ein Vorfall sich ereignet, warum wird darüber nicht informiert? Haben Sie die Bilder so spät erst zu Gesicht bekommen? Dann frage ich mich, okay, dann frage ich mich aber, wo liegen da die Versäumnisse? Ja, ist in Ordnung. Wenn das jetzt so eine Antwort war, die ich mal zitieren darf, ja, das ist natürlich ein Unding. Aber sowas, das macht es nicht besser. Aber das muss natürlich sofort kommuniziert werden. Insofern verstehe ich dann auch die Verärgerung. Aber Sie verstehen auch unsere Verärgerung, wenn wir dann hier so etwas vorgelegt bekommen und erfahren, das war im November. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und das ist etwas, was sich eben ändern muss. Ich glaube, dass wir, wenn wir zu den Zahlen kommen, wir uns dringend, wenn es immer wieder um die Kriminalstatistik geht, die ja erst auf Landesebene, dann in den Polizeipräsidien und dann noch einmal in den Direktionen auch entsprechend abgefeiert wird. Jedes Jahr höhere Aufklärungsquote, jedes Jahr weniger Straftaten. Jetzt sind es Statistiken. Es wurde schon einiges dazu gesagt, die auch zustande kommen. Ich glaube, dass die Arbeit, die dort geleistet wird, schon sehr wertvoll und sehr gut ist. Aber ich glaube auch, dass wir viel mehr noch Lehren daraus ziehen müssen, was wir in der Zukunft anders machen müssen. Beim Cyberkriminalität bin ich nämlich gerade nicht der Meinung, dass wir hervorragend aufgestellt sind. Die Fallzahlen steigen drastisch an. Und ja, es wurde jetzt der erste Ausbildungsjahrgang auf den Weg gebracht. Aber bis die ersten Beamtinnen und Beamten dann auch im Einsatz sind und die Ausbildung abgeschlossen haben, vergehen weitere 3 Jahre. Da laufen wir mal wieder hinter den Kriminellen hinterher und haben erheblichen Aufholbedarf. Bei aller Herausforderung, ich weiß auch, dass man es schon vorher versucht hat, es aber nicht funktioniert hat, weil nicht genügend Leute gefunden wurden. Und trotzdem hätte man hier verstärkt vorgehen müssen und verstärkt dafür sorgen müssen, dass in diesem leider zukunftsträchtigen Kriminalitätsfeld frühzeitiger die Weichen gestellt werden, um auch noch professioneller und noch besser vorzugehen. Meine Damen und Herren, und wenn man dann das ganze Thema politisch motivierte Kriminalität sieht, links wie rechts, ich mache da keine Unterschiede, das muss alles verfolgt werden, auch der islamistische Extremismus muss im Blick behalten werden, dann ist auch dort eine riesengroße Aufgabe. Und das ist so ein bisschen das, was mich an den Zahlen stört. Man kann ja immer mit Zahlen arbeiten, aber wenn man die Schwere und die Bedeutung von Verbrechen dann auch mal ins Verhältnis setzen würde, dann ist das eben sehr schwierig, mit solchen Zahlen nur zu arbeiten, weil sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist schlicht und einfach das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Sie haben es eben auch gesagt.
Aber wenn dort die Fallzahlen steigen, dann ist das natürlich schon ein erhebliches Problem und hat natürlich auch Auswirkungen auf entsprechendes subjektives Sicherheitsgefühl und anderes. Und wenn ich schon zum Thema subjektiven Sicherheitsgefühl gerade komme, dann möchte ich überleiten zum Thema Dunkelfeldstudie. Wir diskutieren das Thema Dunkelfeldstudie jedes Jahr hier aufs Neue. Und warum? Weil es sie braucht. Und irgendwann habe ich die große Hoffnung, dass wir das auch angehen. Und das muss natürlich bundesweit einheitlich angegangen werden. Das ist auch keine Frage. Aber das ist eine dringende Bitte an den Innenminister, sich dort in Zukunft in der Innenministerkonferenz auch dafür einzusetzen, dass eine solche Rahmenstudie auf den Weg gebracht wird. Weil wir es nur dann schaffen werden, das Vertrauen auch wirklich herzustellen. Weil die vielen Fälle der nicht angezeigten Kriminalität, die vielen Fälle, wo wir es gar nicht mitkriegen, was passiert, die sind es, die das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigen. Und dann müssen wir auch noch einmal auf das Thema Umgang mit der Polizei und deren Rahmenbedingungen zu sprechen kommen. Das Personal ist bereits angesprochen. Ja, es werden mehr Polizeibeamtinnen und Beamten eingestellt, bis die dann wirklich im Dienst sind. Es vergeht aber immer 3 Jahre mit der Ausbildung. Genügend springen dann leider auch noch ab. Und dann kommen auch immer neue Aufgaben dazu, sodass die eigentliche Arbeit auf der Straße draußen im Einsatz kaum Entlastung erfährt. Und wenn man dann sieht, dass Zusatzaufgaben wie Dannenröder Forst, Corona-Demos und alles Weitere noch dazukommen und sie sich dann hier hinstellen und sagen, nein, aber wir können keine Prämie bezahlen aus rechtlichen Gründen, was übrigens relativ klar dargestellt wurde, dass es anders auch geht, wenn sie sich nur mit den Gewerkschaften auseinandersetzen, die haben das auch noch einmal sehr klar ausgearbeitet, dann verstehe ich nicht, warum man nicht an dieser Stelle eine solche Prämie hätte zahlen können. Wir haben es hier als Setzpunkt beantragt, wir haben einen Antrag gestellt, die SPD hat es auch noch einmal beantragt zum Haushalt, ein weiteres Mal. Insofern hätten Sie hier eine klare, eindeutige Mehrheit dafür gehabt. Und es wäre Ihnen, glaube ich, auch gut angestanden, sich dafür intensiver einzusetzen. Ich will aber auch noch einmal auf die technische Ausstattung zurückkommen. Es soll immer noch, glaube ich, 2 Jahre dauern, bis die Beamtinnen und Beamten im Einsatz tatsächlich über ein Mobiltelefon verfügen, über ein Smartphone, mit dem sie dann auch ihre Einsätze durchführen können. Ja, es gibt die ersten, aber das kann doch nicht sein, dass wir in einem digitalen Zeitalter leben und Beamtinnen und Beamte draußen angewiesen sind darauf, im Einsatz im Zweifel über ihr privates Mobiltelefon zu arbeiten. Meine Damen und Herren, das ist mir nicht nachvollziehbar, wieso es nicht schneller gelingen kann. Und wenn das dann auf die entsprechende zuständige Behörde des Landes Hessen geschoben wird, dann mag das sein, aber das ist keine vernünftige und gute Ausrede. Es gilt dafür zu sorgen, dass es läuft und nicht zu erklären, warum es nicht läuft. Und das Gleiche gilt, wenn wir die Notrufsysteme, da haben wir jetzt schon intensiv beim letzten Mal im Ausschuss darüber diskutiert, reden, aber auch die Abfragen aus den Polizeicomputern, wo die Venenscanner immer noch nicht im Einsatz sind. Ich weiß, es ist kompliziert, europaweite Ausschreibung und. Aber auch das sind Dinge, die hätte man schon früher angehen können. Leider ist es erst durch die verschiedenen Vorfälle dazu gekommen, dass man darauf mit Nachdruck auch jetzt draufgegangen ist. Meine Damen und Herren, alles in allem sind wir in Hessen natürlich dankbar, dass die Polizeibeamtinnen und Beamten so gut arbeiten. Ich glaube aber, dass es auch noch viele Aufgaben für die Zukunft gibt, die es zu erledigen gibt und wo wir große Herausforderungen haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Debatten im nächsten Jahr, und sie wird so sicher kommen wie das Amen in der Kirche, mehr dazu nutzen, auch zu schauen, wo wir Veränderungen machen müssen und wo wir die zukünftigen Kriminalitätsschwerpunkte sehen und was die Vorstellungen sind, wie wir die Rahmenbedingungen setzen, damit wir dort dann auch in der Zukunft entsprechend gut ausgestattet sind. Dafür war mir zum Beispiel die Behandlung des Themas Cyberkriminalität und anderes heute viel zu kurz gekommen. Das sind die Themen, mit denen man sich hier mal intensiv auch beschäftigen sollte. Und ich glaube, dass wir dort auch viele Hausaufgaben noch vor uns haben, auch wenn natürlich das im Blick ist und sich alle Mühe geben. Und trotzdem gilt es, das auch politisch zu diskutieren, weil das dann auch den Rückhalt gibt und zeigt, dass wir auch in der Politik wissen, womit die Polizei täglich zu tun hat. Vielen Dank. Herr Kollege Müller aus Heidenroth, vielen Dank. Als nächstes darf ich Frau Kollegin Goldbeck für die Fraktion der Grünen aufrufen. Sie haben das Wort.
schön. Sehr geehrter Herr Präsident, kleine Anmerkung, mein Name ist Goldbach, nicht Goldberg, aber ist okay. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, zur Sicherheitslage in Hessen muss ich heute einen Satz wiederholen, den ich auch schon letztes Jahr hier gesagt habe. Die größte Gefahr für die Demokratie kommt von rechts. Und das gilt unverändert. Das gilt sogar in verstärktem Maß. Denn die Fallzahlen im Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts sind deutlich gestiegen, im Vergleich zu 2019 um 38%. Und von den insgesamt 1.270 Delikten in diesem Bereich sind rund die Hälfte Propagandadelikte, also das Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Parteien, Vereinigungen oder Organisationen. Und ein Viertel der Straftaten betrifft Volksverhetzung. Ich finde besonders besorgniserregend die Zunahme der antisemitischen Straftaten. Das darf uns als Deutsche keine Ruhe lassen. Unsere Geschichte legt uns die Verantwortung auf, hier sehr genau hinzuschauen. Nicht nur müssen wir alles tun, um das Leben von Jüdinnen und Juden in Hessen zu schützen und in ganz Deutschland, sondern wir müssen auch alles dafür tun, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Und das ist ein klares, das ist ein unmissverständliches und das ist ein unverbrüchliches Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis müssen wir immer wieder erneuern. Warum ist das so wichtig, das zu erneuern? Nun, das ist so, weil die Brandstifter in den Parlamenten sitzen. Menschen im Deutschen Bundestag, die das Schlimmste, was Menschen je einander angetan haben, als Fliegenschiss bezeichnen. Wer jetzt noch dieser Partei angehört, wird nicht sagen dürfen, er hätte nicht gewusst, was hier passiert. Wissen Sie, was mich am meisten gefreut hat am letzten Wochenende, als die ersten Ergebnisse kamen? Genau, am meisten gefreut hat mich, dass wenigstens die Wählerinnen und Wähler begonnen haben zu verstehen, was hier gespielt wird. Und deshalb möchte ich hier und jetzt die Gelegenheit nutzen, den Wählerinnen und Wählern dafür ganz herzlich zu danken. Auch gefreut hat mich in diesem Zusammenhang der Beschluss der Gewerkschaft der Polizei, dass sie keine AfD-Mitglieder in ihren Reihen haben möchte. Ich zitiere den stellvertretenden GdP-Bundesvorsitzenden Dietmar Schilf. Die AfD will mit Provokationen und Inszenierungen medienwirksam auffallen, ist gewerkschaftsfeindlich eingestellt und entzieht sich der solidarischen Basis unserer Gesellschaft. Danke an die GdP für diese Klarheit. Ich sage Ihnen, es wird nicht lange dauern, und dann können wir von dieser Partei in der Vergangenheitsform sprechen. Aber kommen wir zurück zum Tagesgeschäft, kommen wir zum Internet und seiner Allgegenwärtigkeit. Kollege Müller hat ja deutlich gesagt, wir müssen darüber reden. Hat er recht? Weil Antisemitismus, weil Ausgrenzung, weil Menschenfeindlichkeit nicht zuletzt eben im Internet stattfindet, haben wir mit der Online-Plattform Hessen gegen Hetze eine niedrigschwellige Meldestelle geschaffen, die es allen Bürgerinnen ermöglicht, die Polizei und die Staatsanwaltschaften über Hasskommentare im Internet zu informieren. Gegen rechts hat die Polizei, haben auch schon Innenminister Beuth und Kollege Alexander Bauer gesagt, eine schlagkräftige, besondere Einheit gegründet, die BAO Hessen Rechts. Sie geht gegen die rechte Szene vor mit Hausdurchsuchungen, mit Sicherstellungen, mit Kontrollmaßnahmen, mit der Begleitung von Szeneveranstaltungen. Und sie vollstreckt natürlich Haftbefehle. Und seit ihrer Gründung im Juli 2019 hat sie 135 Haftbefehle vollstreckt. Das finde ich gut und außerordentlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, bei den Gewalttaten in der PKS im Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts sind 9 Morde enthalten, die Morde von Hanau. Der Anschlag von Hanau, ausgeführt von einem Täter aus rassistischen Motiven, hat die demokratische Gesellschaft in Hessen und in ganz Deutschland tief erschüttert. Aber der Mord an 9 Hessinnen und Hessen hat auch eine Welle der Solidarität, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft ausgelöst. Und auch wenn seit dem Anschlag nun ein Jahr vergangen ist, werden wir die Opferfamilien weiter anhören. Wir werden ihnen weiter Hilfe zukommen lassen und sie
in ihrer Forderung zur Aufklärung der Tatnacht unterstützen. Das haben wir ja alle heute Morgen hier in großer Einigkeit festgestellt und beschlossen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, natürlich hat auch die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen und macht sich in der polizeilichen Kriminalstatistik bemerkbar. Die psychischen Belastungen der Menschen nehmen zu. Und das sieht man eben unter anderem daran, dass die Fälle häuslicher Gewalt zugenommen haben. Solange diese Einschränkungen des öffentlichen Lebens andauern, müssen wir hier besonders aufpassen. Die Abgeschlossenheit der eigenen vier Wände darf eben kein Schutzraum für Gewalttaten sein. Die Betroffenen, es sind meist Frauen, sollen wissen, dass sie nicht nur bei den zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen, sondern auch bei der Polizei immer Rat und Hilfe bekommen. Dort gibt es nämlich speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dass sich das Leben immer mehr ins Internet verlagert, zeigt sich auch beim Anstieg der Straftaten im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung. Und es besorgt mich zutiefst, wie viele Menschen die Anonymität des Internets nutzen, wenn es um Kinderpornografie geht. Das ist feige und widerwärtig. Denn sexueller Missbrauch zerstört die Kinderseelen. Und das dürfen wir auf keinen Fall hinnehmen. Und deswegen bin ich froh, dass die hessische Polizei die besondere Aufbauorganisation BAO Focus eingerichtet hat. Sie ist beim LKA angesiedelt und verfügt über besonderes kriminologisches Fachwissen. Und das ist eben neu an dieser BAO. Und ich verbinde die Hoffnung damit, dass wir bei der Bekämpfung des Kindesmissbrauchs und der Kinderpornografie und dessen Verbreitung deutlich effizienter werden. Denn das ist angesichts des menschlichen Leids, das durch solche Straftaten verursacht wird, dringend notwendig. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns die Aufklärungsquote und die Anzahl der Straftaten in Hessen anschauen, setzt sich die erfreuliche Entwicklung der Vorjahre fort. Wir haben das schon gehört. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, unserer hessischen Polizei, unseren Polizistinnen und unseren Polizisten ganz herzlich zu danken dafür, dass sie rund um die Uhr für Sicherheit und Ordnung sorgen, dafür, dass sie bei Großeinsatzlagen weit über die üblichen Dienstzeiten hinaus ihren Dienst verrichten. Und dafür, dass sie sich in der Prävention von Straftaten engagieren und unsere Bürgerinnen und Bürger beschützen. Die Polizei ist ein lernendes System. Wir haben solche Aussagen heute schon gehört. Und sie muss sich permanent auf neue Entwicklungen einstellen. Und die Polizei braucht eine offene Fehlerkultur, um den Bedarf an notwendigen Verbesserungen zu erkennen und auch umzusetzen. Frau Kollegin Goldbach. Darf? Nein, danke. Deshalb begrüßen wir es ausdrücklich, dass sie sich in einen strukturierten Prozess einbringt, der mit der Entwicklung eines neuen Leitbilds der hessischen Polizei bestehende Strukturen kritisch betrachtet und Vorschläge für Veränderungen macht. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist mir hier wichtig, eines ganz klar zu sagen. Mit der Expertenkommission drücken wir kein Misstrauen gegenüber unseren Polizistinnen und Polizisten aus. Es ist vielmehr ein Hilfsangebot. Die Polizei sieht sich ja selbst als lernendes System. Die Polizei hat selbst das allergrößte Interesse daran, eventuelle Schwachstellen zu finden und zu beheben, vor allem dann, wenn sie systemischer Natur wären. Auf diese Grundhaltung, auf diese Fähigkeit zur Selbstreflexion, auf diese Bereitschaft, sachliche Kritik anzunehmen, darauf bauen wir. Und all diese Eigenschaften, die nach heutigem Stand der Wissenschaft zu einer guten Führungskultur gehören, habe ich in vielen Kontakten und Gesprächen mit Führungsverantwortlichen in der hessischen Polizei wahrgenommen. Und deshalb sehen Sie ja auch eine Abgeordnete vor sich, die persönlich sehr zuversichtlich ist, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Denn es geht hier vor allem um Vertrauen. Nur auf der Basis wechselseitigen Vertrauens können Themen offen und vorbehaltlos angesprochen werden, kann sachliche Kritik positive Veränderungen auslösen, dürfen auch dumme Fragen gestellt werden. Denn jeder von uns kennt solche Situationen. Jede und jeder weiß, wie wohltuend ein gutes Gespräch sein kann. Das ist unser Angebot, unser Angebot an Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, aber auch unser Angebot an die Sicherheitsbehörden. Und wir freuen uns, wenn Sie es annehmen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Ich bin zutiefst traurig, dass ich Sie
falsch aufgerufen habe. Vielleicht können wir das irgendwie klären. Früher hätte man sagen dürfen, wir trinken einen Wein zusammen, aber ob man das jetzt noch sagen darf, ob das weiß ich nicht. Aber ich entschuldige mich. Wir kommen schon klar. Das war mir klar. Dann darf ich als nächstes den Kollegen Schaus aufrufen für die Fraktion der Linken. Ich bin vorhin ein bisschen so gehört nach dem Motto, es gibt mehrere Hermanns hier. Ja, es gibt aber nur einen Hermann mit Nachnamen Hermann und da gibt es noch einen Hermann unter anderem mit dem Vornamen Hermann. Das glaube ich Ihnen, dass es für Sie nur einen Hermann gibt, Frau Wissler. Jetzt hat der Hermann Schaus das Wort. Okay. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, einmal im Jahr sprechen wir im Landtag über des Ministers neue Kleider. Wie Märchen des Kaisers neue Kleider sollen wir und die Öffentlichkeit, so wie Herr Bauer das vorhin vorgemacht hat, in Jubelstimmung verfallen, wenn Herr Beuth auftritt und seine neue Kriminalstatistik präsentiert. Und Schwarz-Grün bringt dazu den üblichen Jubelantrag ein und klatscht zu des Ministers neuen Kleider euphorisch Beifall. Aber wie im Märchen des Kaisers neue Kleider muss es jemanden geben, der sagt, aber der Kaiser hat ja gar nichts an. Und deshalb will ich, wie jedes Jahr, aufzeigen, wo sich Herr Beuth mit seiner Kriminalstatistik die Wirklichkeit verbiegt. Zu den Fakten. Erstens. Seit wir in der Corona-Pandemie mit einer absoluten Ausnahmesituation zu tun haben, ist die letzte Statistik eine absolute Ausnahme. Wenn viele Menschen, und das ist schon bereits vom Kollegen Rudolph gesagt worden, über ein Jahr lang oft zu Hause bleiben mussten, sinken logischerweise die Zahlen bei Straßenkriminalität und Wohnungseinbrüchen. Die Pandemie führte aber auch zum Anstieg häuslicher Gewalt von Sexualdelikten und Kinderpornografie. Zweitens. Ich zitiere aus Punkt 4 des schwarz-grünen Jubelantrags. Zitat: Der Landtag begrüßt, dass die hessische Polizei im Zusammenhang mit Corona-Verstößen mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl vorgeht. Zitat Ende. Dieses Fingerspitzengefühl war zum Beispiel in der letzten Woche gleich zweimal auf ganz bemerkenswerte Art und Weise zu beobachten. Eine der bundesweiten sogenannten Querdenker-Demonstrationen fand in Wiesbaden statt. In Wiesbaden, das muss man wissen, waren nachts Ordnungskräfte in den Parks unterwegs, um Menschen zu finden, die sich eventuell im Freien miteinander unterhielten. Auf dem Taunuskamm wurden nach den Schneefällen im Januar alle Parkplätze gesperrt, damit die Menschen am Wochenende die Ausflugsziele nicht aufsuchen und Kinder nicht Schlitten fahren. Denn das sei zu gefährlich, hieß es. Aber als letzten Samstag etwa 1.000 Corona-Leugner und Verschwörungsideologen in Wiesbaden aufliefen, da hielt sich die Landespolizei und das Ordnungsamt sehr zurück. Etwa die Hälfte der Anwesenden trug überhaupt keine Masken. Man stand teilweise dicht an dicht, obwohl etwa dreimal so viele Personen kamen, als unter Beachtung der Auflagen zugelassen waren. Und selbst als von der Bühne aus dazu aufgerufen wurden, dass alle die Masken abnehmen und gemeinsam singen sollten, schritt die Polizei bei dieser großen Party nicht ein. Apropos Party. Sie alle kennen Meldungen darüber, dass private Zusammenkünfte von der Polizei aufgelöst und die Anwesenden mit Bußgeldern belegt wurden. Wenn nicht, dann lässt sich das in 10 Sekunden googeln. Einfach in eine Suchmaske Ihrer Wahl eingeben, Party, Privatwohnung, Corona. Und Sie finden diverse Hinweise auf polizeilich aufgelöste Feiern in Privatwohnungen und hohen Bußgeldern für die Beteiligten. Da hat es uns doch sehr überrascht, als letzte Woche ein Video mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Wiltsch und weiteren CDU-Mitgliedern in den Medien auftauchte, das ihn mit mindestens 12 Personen in seiner Privatwohnung bei den Feiern zeigt. Noch überraschter war ich allerdings, als der Ministerpräsident dies als rechtlich zulässig beschrieb, weil ja von Feiern in Privatwohnungen zwar dringend abgeraten werde,
dies aber nicht verboten sei. Jetzt frage ich Sie, Herr Beuth und Herr Bellino, ich frage Sie, auf welcher rechtlichen Grundlage wurden aber dann bisher diverse private Feiern polizeilich aufgelöst? Auf welcher rechtlichen Grundlage wurden die Anwesenden mit Bußgeldern belegt? Diese Frage ist noch offen. Drittens. Wir haben in dem letzten Jahr nach Hanau die Ermordung von vielen Menschen durch rechte Gewalt und Terror zu beklagen. Wir haben zudem auch viele Morddrohungen des sogenannten NSU 2.0 zu verzeichnen. Aber Herr Beuth schafft es, einen Anstieg von Straf- und Gewalttaten im Bereich des Linksextremismus um 211% in den Vordergrund zu stellen. Eine solche völlige Verzerrung der Wirklichkeit könnte nicht einmal die AfD besser machen. Wie geht das? Wie kriegt man diese politisch gewünschte Kurve in die Zeiten massiver rechter Hetze und Gewalt hin? Ganz einfach. Man nimmt die Umweltproteste gegen die Zerstörung des Dannenröder Waldes und erklärt dort alles pauschal als linksextremistisch. Auch ich halte nicht jede Form der dortigen Gegenwehr für gelungen. Und Straftaten müssen verfolgt werden, auch gegen Polizeibeamte. Ich frage aber, was genau macht jetzt den Widerstand gegen die Räumung des Waldes zu einer linksextremen Tat? Was? Wird also Umweltprotest in Hessen jetzt per se als linksextrem eingestuft? Erstaunlich, was so unter grüner Regierungsbeteiligung alles in Hessen möglich ist. Viertens. Sie beklagen die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte zu Recht. Da sind wir einer Meinung. Die Linke sagt, Gewalt geht nicht, egal von wem und gegen wen. Aber was ist mit der Gewalt durch Polizeibeamte? Was ist mit Straftätern und Nazis in Uniform? Wir haben gesehen, wie in Kassel einem gefesselten Menschen im Beisein der Polizei durch einen Rettungsassistenten per Faustschlag das Jochbein gebrochen wurde. Die dabei zuschauenden Polizeibeamten haben nichts unternommen. Nichts stand in deren Bericht, nichts wurde bisher angeklagt. Vielleicht waren es auch AfD-Mitglieder, ich weiß es nicht. Also lassen wir es mal offen. Ne? So, das wird ja noch geklärt. Also nur für die blöden Zwischenrufe auch eine Antwort, das muss ja wohl erlaubt sein. Da nutzt es auch nichts, wenn Sie, Herr Minister, zum 100. Mal erklären, dass jedem Einzelfall von Fehlverhalten konsequent nachgegangen werde. Dieser Fall ist aus dem November 2020, und das ist 4 Monate her. Aber das Parlament wurde bisher nicht informiert. Es ist wie immer, wir werden nur dann informiert, wenn was in der Zeitung steht. Lassen Sie mich zum Schluss noch die bereits 2,5 Jahre andauernden Ermittlungen im Fall NSU 2.0 ansprechen. Rechte Polizeinetzwerke gibt es nicht, sagt der Minister, selbst wenn mehrmals illegal Daten von Polizeicomputern abgerufen wurden in diesem Zusammenhang. Im Falle von Frau Bascha-Yildiz traf die erste Drohdemo nur 1,5 Stunden nach der illegalen Datenabfrage im ersten Polizeirevier ein. 1,5 Stunden. Ermittelt wurde aber bisher in diesem Gesamtzusammenhang sehr, sehr wenig, um nicht zu sagen, nichts. Wir haben zudem Meldungen über Neonazi-Soldaten, die Waffen, Sprengstoff horten und Anschlagspläne schmieden. Aber herausgekommen ist dies über einen Privatstreit. Der Verfassungsschutz hat jedenfalls davor nichts mitbekommen. Wie auch im Fall des Neonazis und AfD-Kreistagskandidaten Wenzel, einem Gesinnungsfreund des Lübcke-Mörders, der bis zur öffentlichen Berichterstattung über seine AfD-Aktivitäten weiter als Reservist bei der Bundeswehr Zugang zu Waffen hatte. Kein Wort vom Innenminister zur Gefahr von rechts durch Neonazis in Uniform. Ich kann mich dem Lob über des Ministers neue Statistik deshalb nicht anschließen. Ich sehe da keine neuen Kleider, ich sehe da nur alte Probleme.
Auch hier vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Hermann Schaus. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr für diesen Punkt vor. Die Kollegin Müller hatte vorhin gebeten, dass nicht hier in dem Raum gewettet wird. Okay, Sie können ja mal gucken, ob das mit dem Glücksspielstaatsvertrag vereinbar ist. Wieder zurück zum Ernst der Lage. Es gibt keine weitere Meldung, auch die Landesregierung nicht mehr, zum Tagesordnungspunkt 60. Damit ist der Punkt besprochen. Ich gehe davon aus, dass der Antrag heute Abend in der gemeinsamen Abstimmung mit abgestimmt wird. Oder möchtet ihr das noch einmal in den Ausschuss haben, lieber Herr Bellino, lieber Herr? Heute abstimmen, heute Abend? Okay. Dann machen wir das so.